sogenannten Solar-Butterfly ist in Binningen und speziell bei der Sekundarschule ganz eigenartig auffälliges Gefährt unterwegs gewesen. Der Solar-Butterfly ist ein Anhänger, ein Tiny House, sagen wir dem, 10 Meter lang, 3 Tonnen schwer, hat 80 Quadratmeter Solarzellen drauf und diese Solarzellen speisen, gehen Strom produzieren und der Strom geht ins Elektroauto rein. Und das Elektroauto kann dann 200 km weit von Tag zu Tag das Auto, den Anhänger ziehen. Der Anhänger geht auf eine Weltreise. Wir werden 4 Jahre unterwegs sein mit dem, machen 90 Länder und wir wollen Klimapionier besuchen. Wir wollen Lösungen finden gegen den Klimawandel, die es gibt, und die auf Social Media publizieren. Das steckt hinter der Idee vom Solar Butterfly. Ich bin schon vor 15 Jahren mit einem Solarauto um die Welt gefahren, als erster Mensch überhaupt. Hat damals schon 10% der Menschheit hat damals schon gehört von diesem Projekt. Ich wollte die Welt sensibilisieren, dass es Solarenergie gibt, dass es Elektroauto gibt. Die setzen sich heute, 15 Jahre später, durch. Das ist ganz klar, Solarenergie kommt, Elektroauto kommt, aber trotzdem die vielen Lösungen, die wir brauchen, die es aber auch gibt, die setzen sich noch nicht durch. Und die Klimakurve mit dem CO2, die steigt und steigt. Wenn es so weitergeht mit der Klimaerwärmung, werden wir in Basel bis am Ende dieses Jahrhunderts Temperaturen haben Madrid. Und ich weiß nicht, dass das so weit kommt, weil das Verrückte ist, wir haben die Lösungen. Und die Lösungen, denen wollen wir Aufmerksamkeit geben, wir wollen zeigen, was auf dieser Welt geht, weil es muss etwas gemacht werden. Es ist meine Herzensangelegenheit, dass wir etwas machen für den Klimaschutz. Der grosse Traum ist die Weltreise, dass wir wieder schaffen, dass wir Millionen von Menschen, vielleicht Milliarden von Menschen sensibilisieren und zeigen, hey, schau mal, so ein Butterfly fährt um die Welt, der kann sich verwandeln von einer Raupe in Schmetterling, der Schmetterling kann das, wir als Gesellschaft, wir als jeder Einzelne von uns muss das auch schaffen, damit wir die globale Erwärmung in den Griff bekommen. Wie ist es dazu gekommen, dass das Gefährt gerade in Binningen Halt gemacht hat? Binningen hat vor kurzer Zeit eine Strategie für nachhaltige Mobilität verabschiedet. Das hat der Gemeinderat verabschiedet. Der Einwohnerrat hat sie an der letzten Sitzung jetzt zur Kenntnis genommen. Und im nächsten Schritt geht es dann halt darum, diese Strategie auch umzusetzen. Und da hat der Solar Butterfly natürlich perfekt auch reingepasst als Start von dieser Gesamtkampagne. Die Kinder sind letztlich unsere Zukunft und ihre Mobilität ist die, die uns über längere Zeit noch wird, beschäftigen wird. Und darum ist natürlich das Ziel, dass wir die möglichst nachhaltig können gestalten und sie dafür sensibilisieren, dass man halt auch bei der Mobilität auf nachhaltige Lösungen setzt. Und das ist sicher eine Möglichkeit. Ich denke, es ist spannend für die Kinder zu sehen, was man alles machen kann mit dieser Art von Mobilität. Und der Projektleiter doppelt gerade nach. Wir vermitteln mit den Kindern, dass Klimaschutz eben auch Spass machen kann und dass jeder von uns die Wahl hat. Man kann Teil des Problems sein und weitermachen wie bis jetzt. Oder wir können Teil der Lösung sein und eine lebenswerte Zukunft schaffen. Das wollen wir auch den Kindern vermitteln. Und die Kinder sind sehr, sehr offen für das. Das passiert jetzt in dieser Thematik in der Schule. Wir haben ja 30 Klassen bei uns in der Schule und sie haben sich dafür gewisse anmelden. Wir haben wie einen Slot bekommen für 100 Schüler. Sprich, wir haben 4 Klassen hier hinschicken können. Die haben Material bekommen, das sie können vertiefen können, auch das, was sie heute gesehen haben. Und auch alle anderen Lehrpersonen, die jetzt nicht haben, können Teil sein von diesem Parkour oder auch Schülerinnen und Schüler, haben Material bekommen. Als nächstes werden in der Schule die gewonnenen Erkenntnisse in eine sogenannte Nachhaltigkeitsfokuswoche einfließen. Seit rund 50 Jahren gibt es in Binningen einen gut verankerten Tischtennis-Club. Der Ursprung, der liegt allerdings schon länger zurück. Das ist, glaube ich, da bin ich noch nicht dabei gewesen, in einem Velokeller oder in einer Hausecke ist das passiert. Und dann haben wir gleich hier in die neue Satzturnhalle kommen. Das ist von Anfang an eigentlich unsere Heimat geworden. Wir haben nie nebeneinander gespielt. Wir haben dank der Gemeinde Binningen auch tolles Licht bekommen. Schönen Hallenboden. Wir haben heute 9 Tische, die wir können zur Verfügung stellen können. Und spielen aktuell mit 4 Mannschaften in den unteren Ligen, zwischen Liga 3 und Liga 6. Wir sind ein normaler Club mit einem Vorstand, mit den entsprechenden Mitgliedern. Momentan haben wir 50 Aktivmitglieder, teilweise mit Lizenz, teilweise ohne Lizenz und etwa 15 Passivmitglieder.
Wir trainieren am Dienstag von 6 bis 8, am Donnerstag von 6 bis 9 und am Freitag von 6 bis 8. Am Freitag ist Training für die Jugendlichen reserviert. Und dort haben wir einen Trainer engagiert seit 2 Jahren, der aus der Gegend kommt und den Jugendlichen entsprechend nachher Theorie und Praxis beibringt. Und jetzt unmissverständlich klare Worte zur Faszination vom Tischtennissport beim Tischtennisclub Binnigen. Ja, Tischtennis ist eine gigantische Sportart, weil das kannst du von jung bis alt machen. Es braucht ein bisschen Ballengefühl, man muss nicht Marathon können säckeln, man muss beweglich sein, man muss gerne spielen. Wollen. Und aus dem, was andere Leute draussen machen, auf einem Ping-Pong-Tisch, im Jockeli oder wo auch immer, das kann man so umsetzen. Da hast du einfach keinen Wind. Entsprechend, Ping-Pong ist auf Meisterschaftsebene ganz klar eine Hallensportart. Wir versuchen bei uns im Club, die Jungen von Anfang an eigentlich einzubinden und haben durch das, auch weil wir einige Jugend- und Sporttrainer haben, haben wir das können den Jungen weitergeben. Wir freuen uns eigentlich immer, dass wir, wenn es geht, wieder einmal ein paar Junge können durchziehen. Die meisten laufen nach ein paar Jahren wieder davor, weil es halt so viel Angebot gibt auf dieser Welt. Und Tischtennis ist vielleicht nicht unbedingt das Größte und das Beste, aber für uns stimmt es. Und wir versuchen da die Euphorie in irgendeiner Form auch weiterzugeben an die Jungen. Beim Tischtennisclub Binnigen sind alle willkommen. Jeder kann mal bei uns vorbeischauen. Er kann seinen eigenen Schläger mitnehmen oder wir haben auch Schläger zum Auslehnen. Er kann mal schauen, ob es ihm passt oder nicht. Und nach 3-4 Mal kann er sich mal entscheiden, ob er kommt oder nicht. Auf unserer Homepage ttcbinnigen.ch sind alle Angaben, Trainingsmöglichkeiten, Anmeldeformular usw. Wir kennen uns alle gegenseitig, oder? Mit dem Trainieren, mit der Spielart und so weiter. Aber wenn wir nachher vor Wettkampf spielen, dann wird es ernst. Dann kommt der Ehrgeiz noch dazu, nach dem Motto, ich will den Match gewinnen. Und beim Wettkampf verliert man quasi fast die Freundschaft. Die neue Saison fährt im August an und dauert bis in April. Wunderbare musikalische Klänge haben das Publikum im Kroner Matzsaal in Bann gezogen. Anlässlich des Flötenkonzerts «Les Joueurs de Flûte», organisiert vom Kunstverein Binnigen, haben 8 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz ihr instrumentales Können eindrücklich unter Beweis gestellt. Neben dem Repertoire hat das Oktett vor allem auch mit der Instrumentenpalette beeindruckt, die unter anderem die ganze Querflötenfamilie vom Piccolo bis zur 3 Meter langen Kontrabassflöte umfasst.